Hallo und willkommen zurück, liebe Leute. Wir sind immer noch bei Battlefield 3. Aktuelle Mission Night Shift. Wir kämpfen uns mit der Sniper durch die Straßen und räumen die komplette Stadt einfach mal leer. So, wir gehen zurück ins Spiel, mussten uns gerade verstecken. Und weiter geht's. Also schnell hier weiterrennen, bevor die Leute zurückkommen. Und die Leiter hoch. Los, Kamerad, schneller. So lange werden die wahrscheinlich nicht auf sich warten lassen, die guten Kollegen. Also hoch hier. Gut, dass man so eine gute Aussicht hat, wenn man so eine Leiter hochklettert. Guck doch mal hoch, Kollege. Ah, wir sind schon ganz oben. Sehr schön. Eigentlich wollte ich mich noch hinhocken. Natürlich geht hinlegen auch. Okay, mal schauen. Wahrscheinlich müssen wir wieder ein paar Straßen freiräumen. Roger. Let's cover. Copy. There they are. Street, dead ahead, 50 meters. Right of the van. Van. Drop them fast. Ah, die da. Good shot. Beide mit einem Schuss. Good to go. Sehr, sehr schön. Ich liebe Sniper. Cover them while they cross. Ich sehe aber keine Gegner, mein Freund. Komm, lauf schneller, Kollege. Ich kann nicht ewig gucken, mein Freund. Okay, die sind durch. Was jetzt? Okay. Müssen wir anscheinend jetzt hier noch irgendwie schauen? Ah, wir sollen hier runtergehen. Ah, okay. Greif bitte die Leiter. Holy shit, das war echt eng. Aber naja, wir sind nun mal so tollkühne Helden. Wir springen auch mal einfach gerne die Leiter herunter. Dadurch sind wir etwas geschützt. Obwohl es eigentlich ein ziemlich heller Übergang ist. Aber naja. Besser als über die Straße zu laufen, würde ich sagen. Das ist jetzt ganz schlecht. Warum halten die an, bitteschön? Also lieber mal ganz schnell weglaufen. Nicht, dass sie uns noch zu nahe kommen. Okay. Wir haben uns anscheinend doch nicht gesehen. Obwohl wir so offensichtlich lang gelaufen sind. Aber da war gerade ein Gegner. Da habe ich einen Schatten gesehen. Oder war das ein Kamerad? Okay, wir schleichen uns also heran. Und schalten ihn quasi leise aus. Ja, was war das denn? Und warum falle ich tot um? Er hat mir da angezeigt, dass ich benutzen soll. Mann, Mann, Mann. Immer diese Amateure. Okay, neuer Versuch und neues Glück. Das war etwas blöd gelaufen. Aber naja, es wird er wohl gespeichert haben an irgendeiner Stelle. Genau. Also, weiter hier hochlaufen. Nochmal das Ganze. Und diesmal aber wirklich ganz ranschleichen und dann erst ausschalten, den guten Kollegen hier. So. Na aber, was ist das denn? Entscheide dich doch mal. Soll ich nur drücken oder nicht? Mensch, du. Manchmal ist das Spiel ganz schön verrückt, muss ich sagen. Okay, dann halt doch im Stehen. Los, renn hoch hier, ich hab die Faxen dicke mit dem. Nächstes Mal nimmst du bitte eine schallgedämpfte Waffe mit hier, das kann ja wohl nicht wahr sein, kann das. Okay, wir schleichen uns also ran. So geht das also. Aber natürlich ist das nicht so einfach, wie man sich gedacht hätte. Nein, nein. Wir müssen erstmal mit ihm kämpfen. Selbstverständlich. Ach komm, friss das Messer. Genau. Aber wir wurden wohl entdeckt. Komm, lass los. Der ist tot. Junge. Und raus hier. Schnell Waffe wechseln. Okay, wir sollen uns nicht umdrehen. Alter, wegrennen.
Mache ich natürlich sofort. Ich kann nur hoffen, dass wir uns auf die Distanz nicht treffen können. Wir haben anscheinend wirklich etwas Probleme mit dem Treffen. Und rein hier. Okay. Ja, da hat sie eine Bombe platziert. Damit wird er hoffentlich den Eingang etwas versperren, dass wir unsere Flucht fortsetzen können. Okay, damit sind wir wohl sicher erstmal. Vorerst natürlich. Im Kriegsgebiet ist man ja nie sicher. Weiter. War da gerade ein Handy oder was habe ich da gerade gehört? Okay, weiter hier runter. Okay. Erinnert mich an eine alte Code 2 Mission. Na gut, also raus hier. Und hoch hier. Und mal schauen. Hoffentlich ist das hier sicher. Man weiß ja nie, wo man hier rauskommt. Okay, ganz sicher ist es nicht. Wo hoch? Verdammt! Verdammt! Was macht er denn? Fängt auf einmal an zu schießen, das kann es ja wohl nicht sein, Junge. Was denn du... Was geht denn hier? Musst du irgendwo mal gelernt haben, Bescheid zu sagen. Meine Güte, ist ja dämlich. Ich sterbe ja nur sinnlose Tode durch meinen dämlichen Kollegen. Statt einfach mal das Ganze richtig zu machen. Mann, Mann, Mann. Ich sag doch immer wieder, einmal mit Profis arbeiten. Na, da werf ich doch diesmal gleich eine Granate. Ach, ich hab ja gar keine. Ach, das wird doch immer besser. Was sind wir denn für lausige Soldaten? So, aber jetzt hier. Zack. Das war aber eindeutig ein Headshot. Und bitteschön. Und bitteschön. Au. Da trifft mich denn hier noch. Hier ist alles tot. Der schießt mit seiner Sniper munter weiter. Dann mache ich doch glatt mal mit, würde ich sagen. Au. Bitteschön. Bitteschön. Heute nur kostenlose Geschenke. Noch mehr oder was? Ich glaube, es hackt. Das war ein Headshot. Okay. Ich folge dir. Was machst du denn? Renn doch hoch die Straßen. Genau, das sind alles Straßen, keine Treppen. Na, so einen Hund kennen wir doch irgendwoher, oder? Might as well send them a grid for an ambush. Yeah, all right. It's on the other side of these buildings. Wir dürfen aber leider nicht rein, mein Kumpane. Hier darf nur autorisiertes Personal rein. Leider Gottes. Na, mach auf die Tür. Okay, leise wie immer. Sniper sind halt immer wieder Geister. Okay, das ist es. Was ist es? Ach, das ist der Raum. Ah, das ist der Raum. Damn it, verdammte Kamera, stirb. Ja, ziemlich viel Blut für einen Menschen, der wird es wohl kaum überlebt haben. This is Misfit 1-3. I'm in RV Delta. There's something here. How copy? Can you be more specific, 1-3? I'm seeing evidence that this is the location where Corporal Miller was executed. Matches the description. Camera set up everything. Sergeant, are you sure? I'm pretty sure, yeah. All right. I'll send a team ASAP. Many thanks. 1-3, the 1st Marine Division has just now captured the Eastern Quarter. The battle for this city is nearly over. Let's finish it today. Roger that. Wo sind die? Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Warum fängt er einfach wieder an zu schießen? Er lernt es aber auch nie, Junge. Da sollen wir doch vorher Bescheid sagen. Meine Güte. Verdammter Amateur. Okay, den haben wir erwischt. Kurz verstecken zum Nachladen und weiter geht's. Zum Glück haben die alle dämliche Lichter drauf. Da sieht man die doppelt so schön. Stirb halt einfach. Meine Güte. Noch jemand?
Sieht nicht so aus, oder? Hast du noch jemanden auf dem Schirm? Ja, da kommt einer hoch. Damn it! Oh, damn it! Jetzt haben sie uns aber irgendwie. Was machst du denn? Junge! Neben dir ist ein Gegner! Meine Güte, ist der dämlich! Kauf dir mal eine Brille! Wer hätte nicht gerne eine Promotion? Mohaha. Was für ein Running Gag. Yo, wir sind da. Endlich mal nicht mal im Regen hier. Was gibt's? Okay, weiter geht's. Rein hier in das gute Stückchen. Na, das war aber meine Einkaufspassage. Sieht nicht mehr so gesund aus jetzt. Okay, wir folgen unserem Captain. Okay, weiter geht's. Okay, hier sollen wir also reingehen. Muss man hier mal die Tür aufbrechen. Ist aber wieder nur für autorisiertes Personal, Leute. Könnt ihr nicht lesen, das ist ja furchtbar hier. Erst läuft er einfach vor, wo der mein Gegner ist, und dann könnt ihr nicht mal Türenschilder lesen. Das wird doch immer besser. Licht aus. Zum Glück haben wir ja schallgedämpfte Waffen, da können wir einfach so ein Licht ausschalten. Warum brennt das aber immer noch? Was ist das denn? Hallo, ich hab dich ausgeschalten. I do not want a Bin Laden-style resolution here. You understand? Let's do it. Okay. Wir wollen natürlich keine Bin Laden-Resolution, also Bin Laden-Lösung. Wir wollen das natürlich zügig. Mensch, Leute, ich klemm gerade in der Tür. Ja, jetzt mach doch. Ach so. Man sollte also gar nicht da reingehen. Das war jetzt natürlich etwas verwirrend. Na los jetzt hier, ich will auch hier hoch. Ist aber gerade komisch, das Spiel. Meine Güte, das lief doch gerade eben noch so schön. Und jetzt kriege ich dem auch noch in den Arsch, im wahrsten Sinne des Wortes. Hui. Was können wir denn hier noch aufheben? Von einem anderen Sniper. Bringt uns aber nicht viel. Achso, jetzt haben wir drei Waffen. Natürlich noch schöner, oder? Ne, doch nicht. Damn it, jetzt haben wir unsere Hauptwaffe verloren. Okay, wir sind kampfbereit, Leute. Könnt raus. Damn, daneben. Stopp doch mal. Geht doch. Meine Güte, da wollte halt nicht umfallen. Ja, sieht ziemlich sauber aus, Leute. Könnt weiter. Ich höre ein Auto. Wo ist das? Okay, das fährt zum Glück vorbei. Okay, wir beschützen ihn natürlich, weil man das Gebäude sehr schön reinschauen kann. Okay, sie sind drin. Jetzt müssen wir natürlich weiter beschützen. White Side, Ground Level. Ich sehe niemanden, doch dort. Ah ne, oder meinen die den da? Und bitteschön, na komm. Wollte schon sagen, sowas kann man nicht überleben. Ein Sniper ruppt einen halben Körper weg, wenn sie trifft. Ja, sag mal. Der will nicht umfallen, die Sau. Dann laden wir halt nochmal nach. Upper Floors. Ha, der schießt schon auf uns. Der ist sehr mutig. Der auch noch. Noch einer irgendwo. Ich sehe niemanden. Unten.
Der wirft eine Granate. Ich glaub's nicht. So, noch jemand. Gib mal einen Tipp. Ich find keiner. Sind das Feinde? Nein, das sind Freunde, so wie es ausschaut. Aber irgendjemand schießt auf uns, Leute. Ich sehe es nicht, wer auf uns schießt. Da gibt doch gerade keinen heißen Tipp irgendwie. Und immer wenn ich rausgucke, hört er wieder auf zu schießen. Was ist denn das für ein Clown? Das kann ja wohl nicht sein. Wo ist er? Ich sehe keine mehr. Ah, da unten. So offen steht er. Komm, hier, friss. Das ist ja ein Held. Ich glaube, es hackt hier. Okay, was ist denn nun hier, Leute? Möchte ich auch schwer hoffen, Leute. Das war eindeutig ein Flashbang. Okay, weiter. Ich sehe immer noch keine Feinde. Ja, was war das denn? Low White. Au, nein, ich sehe ihn noch nicht. Da sind sie. Schweine. Und bitteschön, und bitteschön, und bitteschön. Holy shit, da kommt aber einiges auf uns zugeflogen. Das könnte verdammt eng werden jetzt. Den habe ich schon getroffen, den vielleicht nicht, aber den hatte ich gerade schon mal. Bitteschön. Und auch du kriegst was ab. Und sag tschüss zu deinem Arm. Oh, armseliger oder auch armloser. Haha. Da kann jetzt wunderbar einarmiger Bandit spielen. So, wo haben wir denn noch welche? Da oben sogar. Tschüss. Da kann jetzt kopfloser Bandit spielen. Wo? Left of the building. Da war einer. Auf dem Gebäude drauf auch noch. So langsam blicke ich nicht mehr ganz durch. Da müssen halt irgendwann gleich ausgestiegen sein. Mein Gott. Triff, du Sau. Und nochmal. Und weiter. Das ist ja wie Tontauben schießen. Nur ohne Tontauben. Au, verdammt nochmal. Hier kommen mal wieder sehr viel rein bei uns. Ja, verdammt nochmal. Ich treff sie nicht. Da wackelt aber auch ganz schön. Die gucken nicht mal zu uns und schießen auf uns. Guckt euch an. So, irgendwo ist eine RPG auf dem Dach. Ich weiß aber jetzt nicht welches Dach. Oh, dammit. Genau, der ist weg. Auch den haben wir. Der stolpert zwar noch, aber das ist auch fällig. Und tschüss. Und den haben wir auch aus dem Kopf weggeschossen. Na, komm schon. Ach, verdammt, ich bin aber auch gerade lausig im Schießen. Wir müssen leider nachladen. Okay, weiter geht's. Bitteschön. Und auf Wiedersehen. Und noch einer. Okay. Wir sollen das jetzt hier aufhalten. Dazu müssen wir aber leider die Position wechseln. Okay. Weiter hier runter. Bin doch schon da, Junge. Ziemlich schwierig, wenn man gerade Einzelschuss aktiv hatte. Aber naja, wir haben es irgendwie geschafft. Muss irgendwie mal einen Reifen oder sowas getroffen haben. Leben da jetzt noch welche? Sieht natürlich nicht gut aus. Okay, wir folgen dem guten Kollegen mal. Tja. Ah, okay. Den müssen wir also gefangen nehmen, so wie es aussieht. Das ist wohl unser Bin Laden-Job sozusagen gewesen. Okay, jetzt müssen wir unsere Kollegen hier beschützen, denn er kann sich ja leider nicht wehren. Ah, ich habe immer noch keine Granaten. Verdammte Axt. Wie soll ich denn den beschützen? Ich muss das selber mich beschützen hier. Die greifen ja nur mich an, die Schweine. Verdammt nochmal. Ah, ich würde sagen, den nächsten Versuch gibt es in der nächsten Folge. Ihr wisst schon, wie es läuft, ne? Ich warte jetzt noch, bis der Ladebildschirm vorbei ist und dann sag ich bis zum nächsten Mal und tschüss.